Diese ganze Struktur, Drehbuch, Drehplan, Kalkulation, ist ja alles entstanden, weil Leute, ganz am Anfang wurden Filme immer gemacht ohne Drehbuch, ohne alles. Die sind einfach losgegangen aus diesen Studios und keine Ahnung, diese allerersten Slapstick-Leute, denen hat man einfach gesagt, ihr habt jetzt 3 Rollen Film, wir wollen heute Abend, kommt ihr wieder und habt es gedreht. So, ja. Dann ist dazwischen, wurde es immer teurer, dann entstand so eine Struktur, wo man gedacht hat, ja, wir wollen irgendwie sicher sein, wird dieser Film ein Erfolg oder nicht. Dann fing es an mit diesen kompletten Drehbüchern und so, weil man irgendwie die Fiktion hatte, man könnte am Drehbuch erkennen, ob es ein Erfolg wird oder nicht. Kann man ja offensichtlich nicht, sonst würde ja nicht die ganze Industrie so viele schlechte Filme auch produzieren, was jetzt gar kein Vorwurf ist, sondern es ist einfach, es ist halt vorher nicht richtig abzuschätzen. Was jetzt passiert ist, natürlich gibt es jetzt ganz viele junge Regisseure, die wissen, dass man mit einer Kamera, die irgendwie 2.000 € kostet, einfach einen kompletten Film drehen kann. Da brauchen die auch unter Umständen gar kein Treatment. Die gehen unter Umständen einfach los und machen das. Die ganzen Zwischenstufen sind ja nur Zwischenstufen, weil es aus technischen und finanziellen Gründen nicht möglich war, einfach zu sagen, ich möchte jetzt was drehen und mach's. Und das kommt jetzt bestimmt nochmal anders wieder.